Nach der Sperrung der deutschsprachigen YouTube-Kanäle des kremlnahen russischen Senders RT hat die Bundesregierung Vorwürfe einer Mitverantwortung zurückgewiesen. Ein Sprecher sagte, es handele sich um eine Entscheidung von YouTube. Die Videoplattform hatte die Kanäle offenbar wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die Corona-Pandemie gesperrt. Das russische Außenministerium drohte daraufhin mit einer Blockade von YouTube in Russland und behielt sich zudem Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Medien vor. Diese Seite ist leider nicht verfügbar. So geht es Nutzern zweier YouTube-Kanäle von RT Deutsch seit gestern. Gesperrt laut YouTube wegen wiederholter Verletzungen der Gemeinschaftsrichtlinien. Es geht um falsche Informationen zum Coronavirus. YouTube will solche Desinformation grundsätzlich verbannen. Doch der Streit mit RT wird zum Politikum. Russlands Außenministerium nennt die Löschung einen Informationskrieg gegen Russland, hinter dem längst nicht nur YouTube stecke, so der Vorwurf. Es besteht kein Zweifel, dass YouTube diese unberechtigten Tätigkeiten mit der Unterstützung der deutschen Behörden und der dortigen Massenmedien vorgenommen hat. Absurd findet man diesen Vorwurf aus Moskau in Berlin. Das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht. Für Russland ein Schlag gegen seine staatlichen Auslandsmedien. RT gehört zur Medienholding Rossiya Segodnya. Allein RT bekommt vom Staat 320 Millionen Euro pro Jahr und sendet damit in 5 Sprachen kremltreu. Auf Deutsch sollte das Programm dieses Jahr ausgebaut werden.